Ja, hallo liebe Hörer und Zuschauer von Ola FM Radio Fuerteventura. Mein Name ist Frank Schracke und ich bin heute für euch unterwegs zum Thema Aloe Vera. Aloe Vera kennt jeder von uns und jeder hat damit in irgendeiner Form schon mal Berührung gehabt. Es wird in allen möglichen Kosmetikas verwendet, aber woher kommt das Aloe Vera eigentlich? Welche Pflanze ist dafür verantwortlich? Welche guten Eigenschaften hat sie? Hat sie vielleicht auch schlechte Eigenschaften? Alle diese Fragen wollen wir heute klären und dazu sind wir heute hier in Aqua de Bayes live auf Fuerteventura und das ist eine Biofarm. Hier werden Bioprodukte von und mit Aloe Vera hergestellt. Und ich habe einen Gast heute bei mir und das ist die Monika und die wird mir heute einiges zu dem Thema Aloe Vera erzählen, denn sie vertreibt auch ihre Produkte natürlich hier auf Fuerteventura. Und worin unterscheidet man endlich letztlich gutes und schlechtes Aloe Vera? Alle diese Fragen werden wir dann gleich mal klären. Ja, ich habe an meiner Seite jetzt die Monika und die Monika, die erzählt uns mal ein bisschen, was hier gerade passiert, denn hier ist gerade eine ganz frische Ernte von Aloe Vera Blättern eingetroffen und da werden jetzt irgendwie die Enden abgeschnitten und warum stehen die dann im Wasser? Monika, erzähl uns ein bisschen was dazu. Guten Tag. Aloe Vera enthält eine Substanz, die flüssig ist, steht unter der Haut und muss weg und das machen sie gerade, die schneiden den das Ende, die untere Seite, so dass Aloin heißt, auf Griechisch bedeutet bitter und nämlich ist ein Bitterstoff und auch sehr stark abführend und wird abfließen, so dass sie wegkommt, weil auf der Haut könnte Reaktionen verursachen, Allergie und überhaupt, wenn man sie mit isst, mit Aloe Vera, die ist aggressiv, nicht giftig, aber aggressiv, könnte Magengeschwüren verursachen. Wobei Aloe Vera, das gute Teil, kann Magengeschwüren sehr gut heilen. So. Und Aloin, ich weiß nicht, ob man hier sehen kann, ist gelb. Und da schauen wir mal rein in den... Ja, hier nicht viel im Moment. Ach. Ein bisschen kann man es sehen. Hä? Aber das Wasser wird gelb. Vielleicht hier mehr. Ja, diese Blätter, es geht von Pflanze unterschiedlich, wie viel Menge an Aloin steht. Aber normalerweise, man lässt das Blatt stehen und fängt dann diese gelbe Flüssigkeit, die zwischen der Haut und das gute Gel steht. Hier sieht man ein bisschen von nah. Und gleich mit der Zeit wird anfangen auszutropfen. Danach, hier ist mehr. Danke. Bitte. Hier sieht man besser. Da sieht man es ganz deutlich. Das ist Aloin, ne? Das ist Aloin. Auf Griechisch bedeutet bitter. Und ist einfach so, dass wenn Tiere beißen, die kommen nicht wieder dran, weil die ist bitter und abführend. Okay, das heißt, Aloe Vera an sich, dieses Gel, was ja diese Pflanze innen drin als Wasserspeicher benutzt, das ist ja sogar völlig neutral. Man kann es sogar essen, ne? Man muss es nur gut abschälen. Ja, man muss gut abschälen, Aloin wegmachen und den Rest ist nur pures Gesundheit. 90% ist Wasser, aber das 10% enthält an Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien, Polysacchariden. Und das können wir gleich besser zeigen vielleicht. Okay, dazu gehen wir dann mal etwas rein und dann schauen wir uns noch ein paar mehr Details dazu an. So, jetzt sind wir hier im Inneren der Aloe Vera Farm und die Monika, die wird uns noch mal ein bisschen erklären, was gerade hier mit diesen abgeschnittenen Aloe Vera Blättern passiert ist. Vor allen Dingen, man sieht hier an der Schnittkante so einen leichten gelben Stoff. Da kannst du vielleicht gleich mit der Kamera noch mal rankommen und das angucken. Und dann erklärt sie uns noch mal, was es damit auf sich hat. Das Gelbe heißt Aloin, bedeutet bitter auf Griechisch, wie ich gesagt habe vorher. Naja. Und ist ein Bitterstoff, der als Schutz dient, sodass wenn Tiere beißen, die sollen nicht zweites Mal dazu kommen zu beißen. Nämlich Aloin steht unter der Haut und tropft aus, wenn man schneidet. Die fängt schon an. Das muss weg und man eliminiert sehr einfach. Man lässt abtropfen, entweder im Wasser, wie sie, oder wenn die eigene Pflanze hat, einfach im Garten stehen lassen, das Blatt. Ein Tag, 24 Stunden und das meiste davon wird ausgetropft sein.
Aloin sollte man nicht benutzen. Man synthetisiert in Apotheke so für als Abführmittel, Entschuldigung für mein Deutsch. Sehr gutes Deutsch. Aber eigentlich viel besser das Innere der Pflanze, der zum Beispiel, wenn man isst, regeneriert die Darmflora, so hilft besser als einfach ein starkes Abführmittel, wie nämlich Aloin ist. Aber wenn man das jetzt abtropfen lässt, trocknet diese Schnittkante dann nicht aus? Ja, natürlich. Trocknet aus und mehr dazu. Aber gleich erkläre ich gleich. Oder besser, guck. Der Stoff. Aloe Vera ist bekannt, weil heilt Sonnenbrand, Schnitte, Wunde. Und den Wirkstoff, das diese Sache macht, sind Polysacchariden, die auch dann den Schnitt von dem Blatt Tag pro Tag schließen. Entschuldigung. Und in einer Woche wäre dieser Schnitt zugewachsen. Okay. Durch dieselbe Substanz, die unsere Wunde heilt. Und das ist die. Acemanan heißt das. Und sind nichts anderes als Polysacchariden, die wir im Körper auch produzieren, aber nur bis zur Pubertät. Das ist junge, elastische Haut, die schnell heilt, ohne Narben und so. Der ist auch sehr interessant, diese Substanz, die ist sehr interessant, wenn man isst Aloe Vera für Immunsystem. Die ist sehr gut, um Immunsystem zu verstärken. Okay. Außerdem, hier in diesem durchsichtigen Gel, 90% ist Wasser, aber das 10% ist Vitamine, Mineralien, Enzyme, Aminosäure. Daher, wenn man isst Aloe Vera regelmäßig, man hat eine sehr gute Hilfe für Immunsystem, Entgiftung von Blut und Leber. Hilft sehr, wenn Gastritis, Sodbrennen, ist sehr bekannt dafür. Die Darmflora wird regeneriert durch Aloe Vera, wie ich schon vorher gesagt habe. Und dazu, Aloe Vera enthält Vorläufer von Salicylsäure, so Aspirin. Vorläufer, ich meine damit, wenn man sie isst, die macht, dass der Körper fängt an, solche Säure auf natürliche Weise zu produzieren. So Leute zum Beispiel, die Rheuma haben, das kann sehr interessant sein, weil von innen wirkst du entzündungshemmend. So zum Beispiel Leute, die Aspirin nicht tolerieren, Aloe kann interessant sein, weil das ist eine natürliche Aspirin. Und wie Aspirin verdünnt das Blut. Das ist auch wichtig zu wissen, weil zum Beispiel Aloe, wenn man isst, ist sehr interessant, wenn Cholesterol, einige Arten von Diabetes, aber wichtig zu wissen, die verdünnt auch das Blut. Was gut ist, aber muss man wissen. Übrigens, innerlich haben wir gesehen, äußerlich, das heilt sehr schnell und wer benutzt Aloe Vera weiß das, Schnitte, Wunde, Verbrennungen, Sonnenbrand natürlich auch. Ich bin gerade ein Kandidat. Ich habe mir eine kleine Wunde hier zugezogen. Man sieht es vielleicht hier noch auf dem Arm. Und die habe ich gestern und vorgestern schon mal mit einem von deinen Gels eingeschmiert. Und es ist schon besser geworden. Also ich kann das bestätigen. Gut. Danke. Gerne. Und Aloe, äußerliche Anwendung, ist nicht nur Schnitte, Wunde, benutzt man. Die hat antiseptische, antibakterische Wirkung. Man benutzt auf Herpes, Akne, Entzündungen. Kann man essen, daher auch auf Mund, Zahnfleischentzündung. Die wird magisch. Intim, ich könnte hier, man benutzt, wenn Kinder Fieber haben, die zieht ein, wie ich gleich sagen werde, viel mehr als Wasser und dann erfrischt viel besser als Wasser, wenn Fieber oder Haarausfall zum Beispiel. Aloe hilft sehr das Haar beim Haarausfall, weil Aloe zieht ein, tief, mit Vitaminen, Mineralien, reicht die Bulben von dem Haaren und dann... Wäre was für mich, oder? Gemerkt, ich verspreche es. Ja, aber das hilft wirklich. Ja, es ist ein Multiprodukt. Es hilft auch gegen Neurodermitis, ne? Ja, natürlich. Und wie? Ist wichtig, eine Sache zu wissen, weil viele benutzen Aloe Vera nach der Dusche jeden Tag und dann die Haut wird trocken und die lassen das sein. Aloe gibt viel Feuchtigkeit, aber kein Fett. Hier ist kein Öl. Wenn Öl hier wäre, wenn Fett wäre, könnte man nicht mehr auf Wunde benutzen. So,
Aber ein andererseits, das Fett kann man dazu tun. Auf dieser Stück hier kann ich 2 Tropfen Olivenöl tun aus der Küche und dann ist gut, doch für trockene Haut. Sogar das Olivenöl wird mit Aloe sehr tief einziehen und wirken. Olivenöl für trockene Haut, Hagebutte für Narben oder Flecken auf der Haut, Teebaum für Akne. Alle Öle mit Aloe benutzt, die wirken tiefer und das ist nur gut. Aloe geht tiefer, gerade weil die ist eine Heilpflanze. Daher enthält Lignin Enzymen dafür, um tiefer zu gehen. Und deswegen ist so wichtig, dass die Produkte, die man benutzt, keine Konservierungsstoffe wie Metabisulfite, Benzoate, Sodium oder kein Parfum, kein Petrolderivaten, weil alles das wird einziehen. Waschmittel mit Aloe Vera zum Hände waschen. Ah, mit Aloe, du pflegst deine Hände. Nein, das ist Quatsch. Mit Aloe drinnen, du absorbierst den ganzen, was da drinnen ist. Zahnpasta, weil Aloe gut tut an Zahnfleisch. Auch Quatsch. Viel besser ein Stück Blatt oder ein Gel, Naturgel, ohne schädige Zusatzstoffe zum Konservieren. Weil ein Zahnpasta mit Paraben, ein bisschen Aloe drinnen macht nur, dass das Salz im Blut direkt geht durch Zahnfleisch zum Beispiel. Sonnenschutz. Ich sage meinen Kunden, Sonnenschutz ohne Aloe. Sonnenschutz hat mindestens Titanium. Besser, dass es oberflächlich bleibt. Ne? Ja. Dann eine gute Pflege für die Haut nach der Sonne mit einer guten Creme Aloe. Aber Sonnenschutz und Aloe zusammen, entweder oder man findet, wie in diesem Labor, einen sehr guten Sonnenschutz, der wirklich Natur ist. Aber nicht einfach zu finden, weil nicht einfach einen Sonnenschutz, natürlicher Sonnenschutz zu machen, der nicht diese dicke, weiße Creme ist, die niemand kaufen will. So, ne? Jetzt haben wir natürlich hier eine ganz frische Pflanze. Das heißt also, das kann ich ja nur tun, wenn ich tatsächlich eine solche Pflanze zu Hause habe oder ich habe eine im Garten, die ich mal ernten kann zwischendurch. Jetzt gibt's ja viele Zuschauer, die jetzt aus Deutschland unter anderem auch zuschauen und vielleicht schon öfters auch auf Fuerteventura waren und sich überlegt haben, Mensch, ich möchte mir gerne vielleicht eine kleine Aloe Vera Pflanze mit nach Hause nehmen. Wenn man das jetzt macht, dann ist es vielleicht eine kleine Kunst, die auch in die richtige Erde einzupflanzen und sie richtig zu bewässern, an den richtigen Standort zu stellen, dass sie vielleicht auch dann im Wohnzimmer in Deutschland überwintern kann. Was würdest du da sagen? Welche Erde soll man denn verwenden, um sie einzupflanzen? Am besten sandige Erde. Aber normale Erde aus Erfahrung, kann ich versichern, geht auch. Kakteenerde beispielsweise? Erstens, die sind keine Kakteen, die sind Liliacea, Zwiebel, Tulip, Zwiebelgewächs. Ja, sind. Ich weiß, aber... Die wachsen auch schneller als Kakteen. Okay. Ist nicht schlecht zu wissen. Und dann Kakteenerde, ja, ist perfekt. Andererseits, wie gesagt, normale Erde geht auch. Wichtig ist, wenig Wasser und ab und zu. Immer trocken sein, zwischen einmal und nächstes Mal. Und niemals patschnass, weil die fault schnell, diese Pflanze. Ja, ohne Wasser, die kann drumherum voll trocken aussehen, aber das Herz drinnen wird immer grün bleiben und noch die Blume geben können. Okay. Man hat manchmal Pflanzen, die sehen so trocken aus, dass man nicht glauben kann, dass sie am Leben sind und du siehst die schöne grüne Blume rauskommen. Die sind Heilpflanzen, die sind hart. Du kannst die echt im... Eine Mutterpflanze macht viele kleine, ne, Bulben. Die Bulben nimmst du weg, sodass die große Pflanze nimmt die ganze Energie. Die Bulben, die kleinen Pflanzen, kannst du im Garten jahrelang in die Ecke schmeißen. Die trocknen aus oder die sehen so aus, du nimmst die ein bisschen im Wasser, so dass die Wurzeln kommen, nochmal in die Erde, die kommen zurück. Aber kein Frost, die kann keinen Frost vertragen, das geht in Deutschland nicht. Kein Regen, okay, also man muss sie im Zimmer lassen in Deutschland. Sie, im Winter sie. Man sagt, bis zu 8 Grad können sie, ich glaube, glücklich sind sie nicht, aber bis 8 Grad können sie das schaffen. Obwohl ich glaube, ich komme aus Italien und in Italien gibt es Aloe Vera, obwohl nicht so bekannt ist. Und im Schnee habe ich Aloe Vera gesehen. Ich habe persönlich den Eindruck, die bleibt ein bisschen stehen, so, ne? Aber die stirbt nicht. Die fault schnell im Wasser, im Regen, auch im Sommer.
kein Regen. Also wir haben gelernt, dass diese Aloe Vera Pflanze eine sehr, sehr genügsame Pflanze ist. Sie kommt ja ursprünglich aus dem arabischen Raum und ist dann mittlerweile irgendwann auch in andere Regionen hineingewandert, wo sie die passenden klimatischen Bedingungen findet. Das heißt also, sie ist eher für die Sonne und weniger fürs Wasser. Sí. Aloe Vera, Christoph Columbus hatte die Aloe nach Südamerika gebracht von hier. Die Roman, die Leute, die damals viel gereist haben auf Boot, oder die Roman, bevor sie in Krieg gezogen sind, die haben immer die Küste von Afrika eine Pause da gemacht, um die Aloe Vera zu holen, wegen die Wunde von den Soldaten, oder Essen wegen Skorbut im Mundsystem. Und angeblich Aloe Vera Barbadensis Miller hat Kolumbus nach Amerika gebracht. Ja, mittlerweile ist sie überall. Aber jetzt sind wir natürlich hier auf Fuerteventura. Und Fuerteventura ist ja mittlerweile auch eine der Kanarischen Inseln, die ganz, ganz hochwertige Produkte von und mit dieser Aloe Vera Pflanze auf den Markt gebracht hat. Und wir haben eben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es ja auch Aloe Vera Pulver gibt. Das heißt, es kommen auch Aloe Vera pulverisierte, gelartige Massen hier nach Fuerteventura, teilweise aus China und aus anderen Ländern. Und hier auf Fuerteventura mischen sie dann einfach Wasser dazu, nur um dann behaupten zu können, das ist Aloe Vera von den Kanarischen Inseln oder von Fuerteventura. Aber ich glaube, ich habe es richtig recherchiert, dass dieses Pulverisieren von der Aloe Vera Pflanze eigentlich die kompletten guten Eigenschaften zunichte macht. Und dieses Pulver, was dann später wieder mit Wasser befeuchtet wird und angemischt wird, im Grunde gar keine guten Eigenschaften mehr hat. Ist das richtig? Es ist besser, sich ein Eiscreme zu kaufen, echt. Weil außer dem Pulver bedeutet, die nehmen die ganze Pflanze, wobei Haut, innere Blätter, wenn man frisch verarbeitet, man nimmt etwa zweimal pro Jahr 3, 4, 5 äußeren Blätter, weil die Pflanze alle wissen, die einige Jahre alt sein wird. Aber auch wenn nur die äußersten Blätter sind alt, die anderen sind zu jung. Okay. So Pulver bedeutet junge Blätter ohne Wirkstoff und bedeutet auch Aloin. Und gerade den Saft zum Trinken, wenn nicht frisch ist, Aloin, wie gesagt, ist aggressiv, kann Magengeschwüren verursachen. Es ist ja auch so, dass man nach der Ernte diese Aloe Vera sofort verarbeiten muss, um diese guten Eigenschaften zu bewahren. Weil sonst oxidiert. Dieser Stück in einer Stunde ist rot wie Zwiebel, wenn oxidiert. Und deswegen ist auch nicht wahr, dass man Produkte haben kann, wo 100% Aloe. Auch weil 100% würde bedeuten bei den Zutaten gar nichts oder nur Aloe Vera. Und immer findest du viele andere Zutaten, so widersprüchlich. 100% eine Stunde wirst du alles weg. Das Gel Aloe, man findet 99% überall. Und wichtig ist, dass kein Wasser drinnen ist in ein Produkt Aloe Vera und dass diese 9% am besten kein Metabisulfite oder kein Benzoate ist zum Konservieren. Das heißt also, wir sollten wirklich darauf achten, wenn wir ein gutes Produkt haben möchten von Aloe Vera, also es darf ruhig 98, 99% sein, diese restlichen 1 oder 2%, was sind das für Stoffe, die das Ganze dann so ein bisschen stabil halten? Man benutzt überall, zumindest auf dieser Insel, Vitamin C, Vitamin E heißt Tocopherol, Sodium und Potassium. Der Unterschied ist Sodium. Wir benutzen in Aloe Vera Integral Way Sodium Levulinate, kommt aus Pflanzen, pflanzlicher Ursprung. Benutzt dieses Labor. Andere Labors und viele andere Firmen benutzen Sodium Benzoate und oder Sodium Metabisulfite. Und das ist, die sind schädige Stoffe, die mit dem Aloe dann einziehen und einfacher Reaktionen verursachen können. Das heißt also, für Allergiker ist es dann problematischer?
Also je weniger Chemie drin ist, desto besser ist es. In 14 Jahren, wo ich mit Aloe arbeite, du weißt nicht, wie viele Leute kommen und sagen, ah, schade, ich bin allergisch an Aloe. Und da mache ich die Probe und ist ein Problem. Die Produkte sind das Problem gewesen. Mhm. Weil du kannst ein Aloe-Produkt benutzen mit schädigen Konservierungsstoffen, Parfum, Petrolderivaten und passiert nichts. Und dann ein Tag, Reaktion. Ist viel einfacher, weil das alles zieht ein 8-mal mehr als ohne Aloe dazwischen. Und das ist schade, weil Aloe ist nicht nur die tägliche Pflege, so um schön zu sein. Ist einfach auch für Leute mit Eczema, Psoriasis, Neurodermitis sehr interessant. Ich habe selber Kunden, die Cortison geschafft haben, wegzulassen. Aber wenn du das falsche Produkt benutzt, dann ist wiederum gefährlich und natürlich bringt nicht das, was bringen kann. Ein gutes Produkt Aloe soll erstens nicht gelb und nicht grün sein. Okay. Zweitens kein Wasser haben. Und am wichtigsten, Wasser sollte niemals die erste Zutat sein. Weil die Zutaten in alle Produkte, nicht nur Aloe, auch Lebensmittel oder so, die gehen nach der Menge. Das Erste ist das Meiste. Wasser am ersten Platz bedeutet Wasser und dann ein bisschen Pulver Aloe. Das ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Produkte. Und das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, wenn man jetzt vor so einem Regal steht, irgendwo in irgendeinem Supermarkt, in einem Shop, von mir aus auch in irgendeiner Aloe Vera Farm. Ich habe jetzt verschiedene Firmen, ich habe verschiedene Produkte. Ja. Welche Möglichkeiten hat der normale Käufer jetzt zu sagen, wie kann ich jetzt das unterscheiden? Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, Wasser darf nicht oben stehen. Das ist das Erste. Wasser, weil Aloe 90% ist schon Wasser. So eigentlich Wasser dazu zu tun, bedeutet sehr billig arbeiten zu wollen. Zweitens, nicht am ersten Platz, sonst bedeutet es Pulver und das ist wirklich besser sein lassen. Drittens, Aloe ist durchsichtig, ist nicht gelb, ist nicht grün. Und wer Farbstoffe reintut, wer weiß was noch. Und drittens, die Konservierungsstoffe am besten kein Schadstoff und so wenig Chemie wie eben möglich, weil das alles wird einziehen mit Aloe Vera. Das heißt, wenn du jetzt Werbung für dein Produkt machen würdest, dann sagst du natürlich, ich verwende keine dieser Zutaten. Ich bleibe bei natürlichen Zutaten. Ich habe keine Chemie, kein Parfum drin. Ich habe keine Farbstoffe. Ja, aber keine Farbstoffe. Pflanzlicher Ursprung. Ja klar, es muss stabilisiert werden, weil es sonst zerfallen würde, haben wir eben schon gelernt. Klar. Ja? Unsere Produkte, wir haben das Glück, dass dieses Labor auf dieser Insel existiert. Weil die haben zur Verfügung gute Zutaten, um die Produkte zu machen. Und unsere Produkte, wo wir alles nur Pflanzliches benutzen, einmal geöffnet, die Haltbarkeit ist 3 Monate. Und das ist die Garantie, so wenn man auch ein Produkt guckt, Aloe Vera, die Haltbarkeit gibt auch eine Idee, was für Konservierungsstoffe man benutzt. Das heißt, zu Hause dann auf jeden Fall im Kühlschrank aufbewahren? Auf jeden Fall. Es sind Produkte, die wir jede wenige Wochen frisch wieder machen, kleine Produktionen, aber immer wieder frisch. Geschlossen, die halten ein Jahr, eineinhalb, 2 Jahren, weil die werden gemacht in einem antiseptischen Raum. Das wäre nicht möglich mit hausgemachten Produkten natürlich. Und dann die Haltbarkeit geschlossen, kein Problem. Geöffnet, die Haltbarkeit ist 3 oder 6 Monate, je nachdem, wie viel Öl drinnen wir dazu machen. Also ihr nehmt Öl, Olivenöl oder was für ein Öl? Verschiedene Öle, wie gesagt. Das pure Gel Aloe oder den Saft ist nicht unbedingt besser als eine Creme mit 60, 70, 80% Aloe und dann Olivenöl für trockene Haut oder Hagebuttenöl für Narben oder Gesicht oder Arganöl für das Haar. Nur die sind verschiedene Ziele. Pures Aloe trocknet die Haut aus. Pures Aloe ist nicht das Beste, um eine Creme für Eczema zu haben zum Beispiel, weil pures Aloe ist gut zu benutzen, wenn die Haut gerade entzündet und kaputt ist. Aber wenn du weiter nur pure Aloe benutzt, dann wird trocken und bricht wieder. So, pure Aloe benutzt du auf die Wunde.
benutzt du keine Creme auf eine Wunde. Oder zum Essen, für innerlich. Ja, aber sobald die Wunde zu ist, ist gut. Zum Beispiel, wir machen eine Creme, wo 80% Aloe und dann Karité, Butter, Öle, um die Pflege für die Trockenheit zu haben. Ich weiß nicht, ob klar ist. Ich spreche viel und ich komme ein bisschen durcheinander. Nee, das ist alles okay. Wir waren nur gerade ein bisschen lauter drüben. Okay, dann haben wir jetzt schon sehr, sehr viel gelernt über das Thema Aloe Vera, über die Pflanze an sich, über die Produkte an sich. Und wenn man das nochmal ganz kurz zusammenfasst, Aloe Vera ist durchsichtig, das Gel ist durchsichtig, es hat keine Farbe. Also wenn ihr Aloe Vera Flüssigkeit habt oder auch Cremes habt, wo Farbe drin ist, dann ist es meistens kein reines natürliches Aloe Vera Produkt. Es kann innerlich verwendet werden, es wirkt sehr gut gegen Magen-Darm-Erkrankungen, es wirkt sehr gut antiseptisch, es wirkt zum Teil gegen Refluxerkrankungen. Also es ist wirklich ein Multitalent, diese Pflanze, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man das Produkt pur verwendet und immer gut abschält, also die Schale und das Aloin, das muss auf jeden Fall raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Idealfall nimmt man natürlich eine Biopflanze. Wir sind hier in einer Biofarm, wo diese Aloe Vera Pflanzen rein ökologisch produziert und angepflanzt werden und dann natürlich auch die Produkte von dieser Pflanze ganz natürlich entsprechend hergestellt werden. So, nachdem wir jetzt schon sehr viel über die Aloe Vera Pflanze an sich erfahren haben, sehr interessante Sachen, die auch ich noch nicht alle wusste. Man kennt schon relativ viel, aber es gibt doch schon so einige Details, die man dann noch nicht weiß. Jetzt gucken wir uns mal tatsächlich ein paar von den Produkten an, die dann aus diesem tollen Gel dieser Pflanze hier entstehen. Und vielleicht, Monika, du fängst vielleicht mit deinem Lieblingsprodukt an und erzählst uns mal, was haben wir hier so alles auf dem Tisch? So, auf dem Tisch haben wir die besten Produkte Aloe, die man finden kann. Okay, ich scherze. Das erste ist der Saft. 99,5% Aloe Vera. Entschuldigung, mit der Nummer bin ich ein bisschen so. 99,5% Aloe Vera zum Trinken. Das ist die Basis für den ganzen Rest. Das Gel enthält man, indem man 0,5% eine Seealge, Xanthan-Gam, dazu macht und verdicken, sodass gelartig wird. Und das ist für äußerliche Anwendung. Durchsichtig, wie die Pflanze. Das ist einfach das, kalt filtriert, wie wir vorher gesehen haben. Den Rest sind, wir machen so zwischen 60-80% Aloe Vera, mit den pflanzlichen Konservierungsstoffen, wie wir schon gesagt haben. Und dann zum Beispiel nach der Sonne oder nach dem Wind oder nach der Dusche, Gesicht, Körper, trockene Haut, 77% Aloe und Olivenöl. Ein bisschen Kokos, als Geruch tun wir Lemongrass und Salbei und das ist für trockene Haut. Für sehr trockene Haut und inklusive Eczema, Psoriasis, viel Aloe zum Heilen, 80%, und dann Karité-Butter und andere Öle und Vitamin E. Das ist die Creme, außer gut, wenn den und Streifen für die Elastizität der Haut, weil viel Aloe regeneriert die Haut. Oder fürs Gesicht Anti-Age Arganöl. Viel Aloe und als zweiter Zutat Arganöl. Sehr gut für trockene, gemischte Haut. Geruch hier tun wir Orangen. Oh, Orangen ist ja immer sehr angenehm. Ich liebe Orangen. Diese Creme verkauft wie Bonbons, die ist gut. Bonbons, wie Bonbons verkaufst du die? Aber essen kann man sie nicht, oder? Könnte man. Die Creme. Unsere Produkte könnte man die Zutaten essen. Nicht damit, da meine ich nicht zu essen. Die einzelnen Zutaten, aber nicht zusammen. Genau. Okay. Nee, doch, aber die ist frisch. Orangen ist einfach frisch. Und in Deo zum Beispiel, das Geruch, was wir machen, ist Bergamotta. Und ist sehr gut auch. Und das ist 80% Aloe. Pure Aloe hat einen sehr guten Effekt auf die Transpiration, nur riecht schlecht. Und hier so 80% ist Aloe und dann Sodiumbicarbonat zum Absorbieren. Man kann schwitzen, wie viel man will.
Kokos, um nicht trocken zu werden, die Haut, und Bergamotte. Dann haben wir für das Haar Shampoo mit Kokos und Apfel, sehr minimalen an Zutaten. Sehr gut für alle Haartypen, aber für fettige Haare ist genug. Für trockenes Haar danach die Creme mit Avocado und Honig. Jetzt muss ich natürlich noch mal fragen, für mich als wenig Haarträger, wachsen mir da mehr Haare nach diesem Shampoo? Wenn man etwas möchte, um Haar wachsen zu lassen, weil manchmal man verliert das Haar wegen Stress und so, und dann kann man wirklich was machen, das Gel, weil Shampoo musst du abwaschen. So, ich würde empfehlen, das Gel, das kannst du nicht nur in der Dusche, sondern zigmal am Tag, während du kochst oder Fernseh guckst, ein bisschen auf den Kopf einschmieren, wirken lassen, einziehen, und jedes Mal das zieht ein mit Vitaminen zu den Bulben und hilft sehr. Ich kann es dir versprechen. Ich muss mal. Aber ich du bist schon auch so. Brauchst du nicht. Dankeschön, Monika. Ich werde das ausprobieren, und wenn ich nächstes Jahr dann mal mit so einer Matte bis zu den Schultern hier ankomme, dann hat das Zeug gewirkt. Nein, kleiner Spaß natürlich. Was haben wir sonst noch? Ich sehe so. Das letzte, Entschuldigung, für Schmerzen. Aloe Vera ist sehr entzündungshemmend. 80% ist Aloe, benutzt man schon, wenn man Schmerzen hat. Und dann Teufelskralle, Arnika, Menthol, Kampfer aus pflanzlicher Ursprung, Chestnut auf Deutsch, wie sagt man Chestnut? Hippocastanum, einen anderen Baum, wo Teile davon sind auch entzündungshemmend. Alles das zusammen mit Aloe zieht schön ein auf Gelenken, Muskeln, Knochenschmerzen und Rheuma. Zeh. Okay, aber äußerlich, äußerliche Anwendung, ne? Natürlich. Und das nicht auf Kindern, weil das ist ganz stark. So riecht kräftig. Okay, also Kinder lieber nicht, sondern Erwachsene können es dann anwenden. Und wer nach diesem Produkt in unserer Webseite nachsehen sollte, das ist das Einzige, wo wir ein bisschen Alkohol reintun, weil das hilft sehr die Friktion, aber auch aus pflanzlichem Ursprung. So, Parenthese. Okay. Und die Seifen, wunderschöne Seifen kann man mit Aloe Vera machen. Mit oder ohne Öl. Jetzt gerade haben wir mit Öl dazu, so sind sie sehr gut für trockene Haut, sehr cremig für Gesicht und Körper. Die Farbe sind ein paar Tropfen von Öle oder Extrakten, nur die Wirkung ist das gleiche bei allen, trockene Haut. Hier ein bisschen Spirulina, die Seealge. Hier, das ist die Farbe von dem Kaktus, die Frucht. Ja. Kaktusfeige. Kaktusfeige, genau. Diese sind Aloe Vera, Ziegenmilch und dann Ringenblumen oder Rosmarin. Okay. Immer andere, jetzt gerade haben wir die. Aber man kann Aloe Seife machen ohne Öl, und dann werden die zum Beispiel mit pflanzlichem Glycerin, haben wir manche. Und die sind gut dann für fettige Haut oder gereizte Haut oder Akne. Manchmal machen wir Seifen mit Ziegenmilch. Ziegenmilch ist gut für trockene Haut, aber nicht so fettig wie Öle. So, die sind etwa dazwischen. Und viel mehr kann man machen, aber wir haben das. Das ist sehr schön. Monika, das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Und jetzt nur noch zum Schluss die Frage, wo finden wir dich hier auf Fuerteventura? Wo kann man dich finden? Ich weiß, in Costa Calma bist du zum Beispiel, auf dem Afrikamarkt, in Coralejo bist du so auch. Also das heißt, du gehst von komplett Norden nach Süden? Seit Jahren. Wir machen im Süden Morro Jable Market, Costa Calma Market, zweimal der Woche. Im Norden sind wir in Coralejo, 2-3 Märkte in La Oliva. Muss man auch etwas sagen? Von Zeit zu Zeit, die Märkte sind anders und wir bewegen uns ein bisschen. Es ist immer besser, uns zu fragen davor, wo wir am nächsten Tag sind, wenn man wirklich nur wegen uns geht. Aber das alles steht in, wir sind aloeveraintegralway.com Webseite. Und da steht unser Telefon für jede Frage, inklusive wo wir gerade sind, welche Märkte wir gerade machen. Steht viel mehr über die Pflanze, und das kann sehr interessant sein, Wirkstoffe, Geschichte. Steht alles über die Produkte, die Zutaten, die Prozente Aloe.
Wir haben Produkte, wo auf der Etikette steht, wie viel Aloe steht. Das findet man nicht immer. Okay, das werden wir auch sicherlich machen. Also die Webseite geben wir auf jeden Fall dann auch nochmal bekannt. Wer sich da informieren möchte, der kann das dann gerne tun. Und dann bleibt mir jetzt erstmal nur noch zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Und ich hoffe, dass wir den Zuschauern und Zuhörern von Ola FM jetzt zumindest ein paar interessante Informationen nicht nur über die Aloe Vera Pflanze selbst geben konnten, sondern auch darüber, wie man vor allen Dingen ein gutes Produkt und auch ein schlechtes Produkt auseinanderhalten kann. Und wenn ihr Fragen habt, wenn es noch nicht so ganz klar ist, dann schreibt der Monika, schreibt ihr eine E-Mail, schreibt ihr eine WhatsApp. Die Adresse geben wir natürlich im Abspann des Videos bekannt und dann bekommt ihr Informationen und ihr findet garantiert das richtige Produkt für euch. Das war Frank Schracke für Ola FM. Ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.